So, jetzt sind wir nach Segira gereist. Genau. Wir jetzt sollen wir den Fuji Uchi ansprechen. Das ist doch der Dings, der Chef hier, ne? Weiß ich nicht, ob das der Chef ja, komm war, mal, der Vorsteher. Geh mal gucken, Vorsteher. Wir müssen doch hier irgendwo sein. Schon wieder am Regnen, Herr Hoxton. Wo ist der? In 70 Metern, komm mal her. Das müsste der hier irgendwo sein. Wo steht der? 58 Meter. 50. Der müsste in irgendeinem Häuschen sein. 19. Hier ist er drin, hier. Wo? Ne, einen weiter. Da sag ich doch. Ist er das? Hier ist er. Ja. Komm her. Der ist in keinem Häuschen, der läuft hier rum. Soll ich ihn ansprechen? Ja, bitte. Warte, bei der Unterhaltung zuhören, warte. Ja. Hallo, Fremder. Ich habe einen Bogen gemacht. Zeig her. Ah, nun. Bist du damit zufrieden? Nicht wirklich. Willst du wissen, was ich sehe? Ich sehe einen Bogen. Und von mir ist das ein Lob. Gehe hin und genieße die Jagd wie ein Fürst alter Zeiten und sauf danach wie ein freier Jäger. Noch ein kleiner Ratschlag, weil du neu hier bist. Unser Dorfvorsteher hat eine Schwäche für die traditionellen Geschenke. Er wird dich wissen lassen, was er gerne hätte. Nimm an der Jagd teil. Ah. Du warst zu schnell. Okay. Wo ist denn jetzt dein Dorfvorsteher? Ja, keine Ahnung. Aber ich kann ja nichts herstellen. Ach, das ist die Glocke, das Grüne, für die Schnellreise. Ach so. Hier, komm mal mit in 75 Metern. Warte mal, wir gucken mal eben kurz auf der Dings, auf der Karte. Der ist hier oben. Da. In 173 Metern sehe ich den. Ja, ist doch egal. Wir laufen da mal hin, Leute. Aber das Dumme ist, ich habe den, glaube ich, gar nicht ausgerüstet. Aber wir laufen da mal hin. Wir gucken mal, weil wir haben ja noch nicht mal Pfeile. Wir haben ja gar nichts. Ich habe alles. Ja, wieso hast du denn Pfeile? Ja, weil ich die gekauft habe. Von meinem letzten Geld. Na toll. Hättest oh, du mir da mal, ist schon ein Reh. Hättest du mir mal sagen können. Komm doch weiter, wir müssen doch erstmal da zu dem hin. Ich guck mal, wie viel Pfeile ich habe. Vielleicht kann ich dir ja noch ein oder andere. Das wäre ganz lieb, ja. Das 10 Stück habe ich, einen Pfeil kann ich dir abgeben. Na, das ist aber sehr nett. Ich kann doch richtig was anfangen mit einem Pfeil. Ja, mehr habe ich leider nicht. Die anderen du hast 10 Stück, hast du gesagt. Ja, ja. Ja, dann gib mir zwei oder was. Nee, die sind doch ausgerüstet in meinem Inventar. Ja, kannst du doch fallen lassen. Ach, warten Sie, ich mach's anders. Kommen Sie mal, machen Sie mal. Ich werde mal den Pfeil ausrüsten. Gebe ich Ihnen 5 Pfeilchen. 5? Oh, Sie sind ja so großzügig. Ja. Ich bedanke mich. Da haben Sie 5 Pfeilchen. 5 Pfeilchen? Wo liegen die denn? Die liegen hier auf dem Boden. Ich sehe sie nicht. Ja, müssen Sie da drüber gehen, dann sehen Sie sie. Nee. Da liegen sie, hier. Nee. Doch, hier liegen sie. Nee. Da. Ich kann sie nicht nehmen. Ich hab sie gerade gehabt. Einfach schon. Oh, was ist das denn jetzt? Warte mal. Ah, Pfeil. Einfacher Pfeil aufheben. So, hab ich. Und die muss ich jetzt in mein Inventar packen? Na, ja, die habe ich doch jetzt im Inventar, oder nicht? Nee, die müssen sie ausrüsten am Mann, sozusagen. Wie am Mann? Ja, werden sie schon sehen. Ach, ich sehe es. Ich verstehe. Verstehe, was sie meinen. Da reinziehen, ne? So, jetzt 5 Pfeile hat er jetzt. Ja, ja, ja. Oh, hier ist ein Fuji. Wo ist der Fuji Gucci? Hier. Herr Gucci. Haraguchi. Oh, ich bin vom Baum gelaufen, weil ich so aufgeregt bin. Da hinten ist er. Ja, gehen wir da mal hin. Wir sollen da jetzt teilnehmen, ne? Ja. An der Jagd, genau. Sprichst du mit ihm? Jawohl. Dann ich muss gucken, ob ich da mithören kann. Ja, bei der Unterhaltung zuhören. Guten Tag. Fujitsu hat mir von der Wildschweinjagd erlegt. Ach so, kann ich teilnehmen? Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Ich muss auf T drücken. So. Natürlich. Nimm dir was zu trinken. Hab Spaß. Hier in Segi leben sogar Waldarbeiter wie Fürsten. Was ist mit den Wildschweinen? Sag bloß, sie sitzen da gar nicht am Lagerfeuer.
holen sich wahrscheinlich gerade was zu trinken. Sollten in der Nähe sein, schnapp sie dir. Töte okay. Zwei Schweine. Zwei wilde. Okay. Dann schnappen wir uns zwei wilde Wildschweine. Ah, so macht ihr das. Füchse? Nein, Wildschweine sollen wir jagen. Ja, ja, aber hier sind die Aufenthaltsorte von Füchsen. Wir sollen aber Wildschweine jagen. Wo rennst du denn hin? Ich glaube, du läufst falsch. Ich glaube, irgendwie bist du verkehrt. Du läufst ja wieder zurück. Ja, weil die nicht Füchse. Da sind Füchse. Wir sollen aber Wildschweine jagen. Ja. Aufenthaltsort von Schweinen, von Füchsen ist hier aber. Ja. Warte mal. Zwei Schweine töten. Ich hab was gehört. Ein Grunzen. Wo denn? Ich hab hier ein Grunzen gehört. Kommen Sie mal zu mir. Hm. Wenn der Regen mal aufhören würde. Ja, das wäre ganz super. Hier. Da kommt jemand. Sollen wir den zu uns schicken? Weiß ich nicht, wenn also, das geht. Mal hör mal, Kollege. Flüchtling, warte, ich spreche mal an. Hey, ja, mach. Hey, bleib mal. Warte. Komm den weg. Wir brauchen doch noch einen Jäger. Es tut gut, ein volles Gesicht zu sehen. Wonach suchst du hier? Das Königreich der Bauern, was sonst? Erfüllt es die Erwartung? Ich glaube nicht, dass etwas in der Vorstellung erfüllen könnte, dass man eine Heimat hat. Ein Land von Freiheit und Wohlstand und keine Vorschriften machen. Meine Mutter glaubt jedes Wort davon. Ihr lest das selber, Leute. Ne? Ich hoffe, du willst alles wissen. Warum kommst du nicht und lebst bei uns, richtig? Aber der kann nicht pennen, weil wir alles besetzt haben. Ja, der kann auf der Schlafmatte pennen. Okay, dann nimmst du den. So, pass mal auf. Ich guck mal, ob ich den dann irgendwo schmackhaft machen kann. Wir schauen mal, Dynastie schließen. Wir gucken mal rein in der Dynastie. Wir müssen ihm jetzt ein Häuschen. Bevölkerung, er ist Flüchtling. Haus zuweisen. Ne, wir haben kein Haus mehr. Das ist schlecht. Wir haben leider kein Haus mehr, die sind alle voll. Und nu? Tja. Sieht so aus, als wenn sie demnächst wieder Holz brauchen. Ja, sieht aus, als ob wir demnächst wieder was tun müssen. Aber egal. So, wir müssen Schweine. Wo sind die? Ja, ich guck gerade. Ich habe hier Eier gefunden. Hier gar nicht. Müssen wir ein bisschen weiter raus. Ja, das muss ja hier sein, wo er ist hier. Nee. Ist aber nicht. Ich habe aber nichts mehr zu essen. Ich kann auch rohe Eier essen, ne? Die hat gesagt, ich soll mal was zu trinken nehmen, oder so. Gib mal was zu saufen, Kollege. Also hier ist nichts. Hier sind Hirsche, aber keine. Hier findest du überall Pilze. Ja, ich habe aber Eier. Hört sich komisch an, wenn ich das. Man kann die auch roh essen. Na gut. Die Eier, natürlich. Komm, hau dir mal so ein Ei rein. Da. Ja. War alles irgendwie. Hallo, bist du ein Flüchtling? Alter, der frisst das ja mit Dings. Schade. So, egal. Komm. Schweine. Bald können wir dich in unserem Dorf willkommen heißen. Ja, da müssen wir noch ein Häuschen bauen und fertig, aber das machen wir dann. Ne? Ich kann ihn noch nicht mal. Ich kann die Quest. Ich kann also ihn ich nicht sehe hier nur ein Reh. Ein Reh. Oder ein Hirsch. So, pass mal auf, wo sind denn Wildschweine? Wildschweine müssen wir weiter wegfangen. Weiter wegfangen? Sind sie noch da oder was ist da los? Ja, sehr bin ich noch da. Dann ist hier oben, da wo die Brücke gebaut wird. Da haben sie sich gemutet, was soll das? Oh ja, Entschuldigung. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, weil ich auf Null gemacht habe und Eier gegessen habe. Wildschweine sind hier oben. Da wo die Brücke gebaut wird in Segi. Warte. Oder hier, an der Seite. Da sind auch noch Wildschweine. Naja, oder hier im Wald. Ich würde lieber die nehmen, die sind nicht so weit. Ja, dann gehen wir dahin. Wo sind sie da? Dann los.
Sind Sie aber da? Denken Sie dran, Sie können getötet werden. Wo ne? sind Sie denn? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ach so, meine Güte, was ist das schon wieder so dunkel? Tja. Ich habe keine Ahnung. Jahreszeitwechsel. Das mal wieder soll. Hier ist Bambus, jede Menge. Ja, wir brauchen Schweine. Und Häuser. Ja, so kann ich kein Schwein jagen, wenn ich die nicht sehe. Ist also, wie gefährlich das ist und wenn sie sterben, dann... Aber die sehen die. Ja, das befürchte ich ja. Ich sehe ja gar nichts. Hier, Hirsche? Nee, Schwein. Oh, ich habe hier einen Tori, ich habe hier einen Weg gefunden. Ja, jetzt nicht. Doch. Jetzt nicht. Ja, aber der Weg ist doch hier. Was soll ich denn machen? Oh, da ist er. Ich sehe nichts. Da kommt er. Oh. Weiß noch nicht mal, wo sie sind. Ach, ich bin schon tot. Ah, ich sehe das erste Schwein. Toll. Ich muss jetzt erstmal 3 Kilometer laufen. Erste Schwein habe ich gesehen. Man sieht ja gar nichts. Naja, wenn ich die Schweine erledige, brauchen sie das nicht machen. Verstehen Sie? Soll ich hier an der Glocke warten? Hä? Wo? Oh. Es hat ich hab's. Ich hab's. Ja, sag doch mal was. Halt den Mund! Ich bin tot! Sehen Sie, so einfach ist das. Ich hab's gleich. Psst. Alles für den Burger! Ich glaube, ich stelle mir mal ein paar Pfeile her. So wird das nix. Wenn du so lumpige Pfeile hast, so ein paar Stück, das hilft dir doch nicht. Kannst ja nichts mit bauen, ey. Steine brauche ich. Also ich kann damit nicht arbeiten, ey. Wenn sie da, was weiß ich, nur drei Dinger haben. Und außerdem, wenn er dunkel ist, siehst du sowieso nichts. Nee, ne? Nee. Vielleicht war ich auch zu blöd jetzt gerade. Ich habe mich auch wieder zu doof angestellt, wahrscheinlich. Da gehe ich mal eher von aus, dass ich mich wieder zu doof angestellt habe. Nee, nee. Doch, doch. Das ist der eine, der kalbert da irgendwo und der andere knabbert an ihnen rum. Hm. Da ist er schon. Ja, wenn du die Sache erledigst, dann brauche ich das nicht machen. Verstehst du? Außerdem wird das gerade dunkel, es wird Nacht. Oh! 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 Ich bin... Oh, hier sind 4 oder 5. Wie willst du denn so schnell... Ja, jetzt kann ich aber keine Schnellreise mehr machen. Ich habe kein Geld. Entschuldigt, Leute, aber das hat mich jetzt ein bisschen... Ja, ich habe kein Geld für eine Schnellreise mehr. Ja. Dann muss ich wohl alleine jagen. Ja, wenn du das schaffst. Dann muss ich die Quest wohl alleine erledigen. Ich brauche ja nur 2 Schweine töten, mehr brauche ich ja gar nicht machen. Ich kann ja zu Fuß nachkommen. Ja, wenn sie Zeit haben. So, ich stelle mal ein paar Pfeile her. Wo macht man das nochmal? Ja, hier an der Bank. Was braucht man dafür? Ja, die können doch eh nicht mitkommen. Was soll denn das? Sie brauchen... Federn. Federn okay. Und noch Steine und so. Und sie haben wahrscheinlich die ganzen Federn schon rausgenommen. Ja, wahrscheinlich. Ich bin da überhaupt nicht gewesen. Das ist eine... Die labert immer, ne? Das ist das, was sie am besten kann. Quatschen. So, 8 Pfeile. Warum kann ich die nicht ausrüsten? So, stacken. 8 Pfeile. Ich könnte verwetten, dass sie sich jetzt alle Dinger holt. Alle Federn, die da sind. Garantiert. Weil sie sich 400 Pfeile macht. Garantiert, Herr Ochsen. Habe ich recht, ne? Ja. Na sicher. Hab ich doch gewusst. Sie sind sowas von im Recht. Ja, wusste ich doch.
Oh. 3 Pfeile, toll. Wie denn? Was ich denn? Hab 3 Pfeile gemacht, geil. 3 Pfeile? Ja, 3 Pfeile. Aber ich kann die ja immer wieder verwenden, das ist ja das Gute. Die Pfeile? Mhm. So, ich habe jetzt mal 20 Federn. Aber du brauchst natürlich auch Steine, ne? Ist ja klar, ne? Weil ohne Steine machst du ja gar nichts. Und ich glaube, bevor wir da wieder hingehen, werden wir erstmal schlafen. Ja. Genau. Weil ich möchte das gerne tagsüber machen. Weiß ja, da sind ganz viele Schweine. Ja, genau. Wir brauchen aber nur 2. So, und die werden wir dann erledigen und dann haben wir auch die Quest wahrscheinlich erledigt. Aber wir müssen auch noch ein Häuschen bauen, weil das ist die nächste Quest. Aber ich kann die auch nicht mehr verfolgen erstmal. Wähle ein Haus für den. Und essen muss ich auch was. Stehe ich gerade fest. Und ich muss auch mal schlafen. Sonst kacke ich gleich ab. Das ist, glaube ich, wichtig. Schlafen wir eine Runde? Nee, ich muss was essen erst, sonst kacke ich ab. Essen ist ein Pilz. Ah, du bist auch so ein Pilz, ey. Essen ist ein Pilz. Und ein paar Bärchen. Na, toll. Kann man ja mal ein paar Fleischdinger nehmen hier. Ich will jetzt schlafen. Und dann muss ich laufen nach Siegen. Seien Sie doch mal ruhig, Mann. Und hat nur noch mal erwähnt. Quatsch da immer, ne? Das ist unfassbar. Ich muss eben Fleisch essen, sonst kacke ich gleich ab. Weil man muss ja essen, sonst kackt man ab. Ja, Kinder, denkt dran. Immer schön. Immer essen. Schön vorher den Magen voll, damit ihr auch gut pupen könnt. Groß und stark werdet. Ja. So. Ich leg mich hin. Ach, jetzt, weißt du, ich. Was denn? Das. So, ich leg mich auch hin. Oh! Neue Jahreszeit. Oh, guck mal, die grinsen alle. Bestätigen. Mehr kann ich aber auch nicht machen, ne? Okay. Was war das jetzt? Achso, die Jahres... Psst. Brücke ist fertig. Jo. Stimmt. Geil, die haben die Brücke fertig gemacht. Jawohl. Das heißt, wir können die jetzt zu dem anderen Ding schicken. Ja. Was sie noch machen müssen. Ja. So, aber ich stelle mir jetzt erstmal noch ein paar Pfeile her. Ich guck mal, ob ich die da hinschicken kann. Ja, guck mal. So, jetzt werden wir mehr herstellen. 14 Pfeile. An dem Wachturm meinen sie, ne? Ja, nee, den Wachturm haben wir jetzt gebaut. Nee, Moment, doch an den Wachturm, genau. Aber da sind ja schon 2. Da sind die doch noch. Du hattest Komane, hattest du dahin geschickt zur Brücke, ne? Naja, genau. Dann kann ich wieder aber zurück. Komane könnte aber auch ein Jäger werden. Könnte auch. Das stimmt allerdings. Dann weise ich sie den Jäger rein, ja? Oder soll sie Sammler werden? Na, ich glaube eher Jäger. Wir brauchen hier einen Jäger unbedingt. Für Leder, ja gut. Weil sonst macht halt alles keinen Sinn hier. So, was habe ich denn? Ihr bleibt noch dabei, Leute. Weil wir müssen ja, oder sollen wir das dann nächstes Mal machen? Mit dem Jagen. Weiß ich nicht. Ich glaube schon, oder? Was, nächste Mal? Ja, denke schon. Ja, wenn, dann schließen wir das jetzt ab, kommen sie. Ja, aber sie können ja nur alleine reisen. Ich habe ja keine Kohle. Ja, das ist ja das Problem. Sie müssten dann laufen. Ja. Das sind 1000 Meter da mit dem Dings. Ich mach schon mal einen Abgang hier. Oh ja, das ist weit. Moment, 2 Tage verbleiben mit der Jahreszeit. Schnellreise. Nach Siegi. Bestätigen. So, ich gehe jetzt jagen.
Ja, und ich werde 1 Kilometer laufen. Mal gucken, ob der Ochsen dann noch lebt. Ja, ich glaube nicht. Denken Sie dran, sind 5, 6 Schweine auf einem Haufen. Ja, ich brauche ja nur 2. Ja, so war das jetzt nicht gemeint, Herr Ochsen. Moment, die Brücke war doch fertig, ne? Ich kann auch über die Brücke laufen jetzt. Moment, die war doch hier fertig. Hey, du willst doch bei uns leben, aber dann müssen wir erstmal bauen. Jo, die Brücke ist fertig. Sehr schön gemacht. Ich glaube, der Wachturm dauert noch ein bisschen. Naja, der ist ja auch nicht. Pfeil in die Hand nehmen. Pfeil und Bogen, habe ich gesagt. Hallo? Könntest du mal eventuell. Jetzt hat er in der Hand. Vielleicht begegne mir ja unterwegs auch Schweinchen. Ja, das kann sein. Wenn ich die hören sollte. Du hattest ja diese rote Markierung gemacht, ne? Genau. Für die Schweinchen, ne? Ganz genau. Genau, dann gucken wir mal, ob wir die hier kriegen. Aua. Weil hier waren ja die Schweine. Und wir brauchen nur 2, um die Quest abzuschließen. Und ihr bleibt jetzt dabei, Leute. Egal, wie lange es dauert. Habe ich recht? Sagt er immer, ne? Und egal, ob ich sterbe oder nicht sterbe. Das sagt er immer. Dann stirbt er 3 Mal hintereinander, ja, genau. Und dann... Ja, wir sehen uns doch mal. Ja, wir sehen uns bei der nächsten Mal. So, hier bin ich irgendwo kaputt gegangen. Ja, denken Sie, es grunzt. Da sind sie schon. Wo sind sie schon? Was, bei mir? Bei mir ist gar nichts. Da kommt was. Wenn du die erledigst, brauche ich das nicht machen. Weil da, wo ich bin, ist nix. Gleich mich ran. Doch, ich hab eins, glaub ich. Ist du sicher, dass hier Schweine sind? Hier sind keine. Wo hast du mich denn hingeschickt? Da, wo rot ist. Ne, da sind aber keine. Doch. Ne. Guck dich um, ja, dann ist ja die Jahreszeit. Kein einziges Schwein hier. Das ist ja auch Winter oder Herbst. Okay. Hat sich das geändert auf der Karte? Können Sie mal nachgucken? Ja, bestimmt hat sich das geändert. Also da, wenn du deine Markierung mal wegmachen würdest. Ja, warten Sie, ich mach mal eben hier. Ne, da sind noch Schweine, da werden noch Schweine angezeigt. Hm. Okay. Ich suche die nämlich gerade. Nur finde ich hier keine. Ein Fuchs sehe ich, aber Fuchs brauchen wir ja nicht. Nicht wirklich. Brauchen 2 Wildschweine brauchen wir. Alter. Warum geht der nicht da hoch? Los, geh da hoch. Da, Grunz, Grunz. Wenn du hast, dann mach die fertig. Dann mach die alle. Du musst die erstmal sehen. Ich höre sie ja nur. Ich höre die noch nicht immer. Da ist ein Elch. Kommen die abends raus? Nein. Ja, wie nein? Ich glaube nicht. Da höre ich sie wieder. Ich höre sie doch, aber es sind, glaube ich, keine Schweine. Das sind, glaube ich, die röhrenden Hilche hier. Tja. Davon habe ich also da mehr. Rennt ein Fuchs rum. Das hilft mir gar nichts. Aber es sind gar keine Schweine. Ja, weißt du, die haben sich an mir vergangen und jetzt sind sie erstmal weg. Die haben sich an mir vergangen. Ja, da haben sie so viel geknabbert an mir rum. Da. Das war doch ein Schwein. Da! Da! Es rennt hinter mir her! Freie Sicht! Oh nein! 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 Leute, ich hab das mit den Tasten nicht so drauf. Oh, nee. Ist sie schon wieder tot?
Dann nicht, du diese bist schon wieder tot. Diese blöden Tasten. Ja, diese blöden Tasten. Ich drücke immer auf die falschen Tasten. Ach, Mann. Ja, Leute. Das kommt davon, wenn sie mit dem Pad spielen, ne? Habe ich recht? Seien Sie ruhig jetzt. Geht leider im Moment nicht anders. Oh, ich habe was grunzen. Ja, passen Sie auf, da sind sofort 5, 6. Ich nehme jetzt gleich das Messer, nicht den Bogen, ey. Dauert doch viel zu lange mit dem Bogen. Messer, geht sofort rechts und links. Eigentlich schon. Geht ja eigentlich nur ums Jagen, ne? Nimm jetzt auch das Messer. Ich werde mir so ein schönes Katana holen und dann... Das wäre natürlich das Beste mit dem Katana. Ah, wissen Sie, was das ist, ein Katana? Ja, natürlich. Weiß ich nicht. Meinst du vielleicht, ich bin blöd oder was? Warum sagen Sie jetzt blöd zu mir? Hören Sie auf. Ja, weil Sie blöd sind oder was? Sind Sie blöd? Sind wieder Eichen drin. Eichen? Also Eier finden wir hier jede Menge. Wenn jetzt hier nur ein Schwein kommt, ne? Ich stech nicht. Da! Da! Ja, hast du jetzt oder hast du nicht? Nee, das war ein Röhren da hier. Ja, den will ich nicht. Du hast noch Glück gehabt. Da. Das ist doch ein Schwein. Ich hör's doch. Wo? Da. Komm her. Leute, wir brauchen nur zwei Schweine töten. Das kann nicht so, das kann nicht so schwer sein. Ich hab, einen hab ich. Einen hast du? Aber nicht mit dem Bogen. Ja, muss er aber. Sonst zählt's doch nicht. Aber schwer. Oh, ich habe ein Schwein. Moment. Da war gerade eins. Komm mal her, du Sau. Meine Gesundheit ist ganz unten, mein Herz. Was kann ich dagegen tun? Vielleicht sollte ich doch. Erster habe ich. Ich habe es geschafft. Okay. Beide? Ja, siehst du doch. Cool. Weil ich habe ganz schlechte Gesundheit. Ich muss mich erstmal erholen. So, ich will meinen Fall noch mitnehmen. Müssen wir mit den Shui sprechen. Oh, ich werde angegriffen. Ja, sehen Sie? Rennen Sie, rennen Sie. Oh, jo. Der greift mich an. Ja, rennen Sie. Ja, ich renne ja. Und im Zweifelfall immer mit dem Messer. Ich habe das Messer in der Hand. Habe ich letztens auch versucht, hat er mich getötet. Ja, ja, nur wenn er mal zu nah kommt. So, ich komme mal zu Ihnen gewatschelt. Vielleicht kann ich das Fleisch ja verkaufen, dann kriege ich auch ein bisschen Geld. Ja, bestimmt können Sie das Fleisch verkaufen. Oh, da ist wieder ein Schwein. Ja, egal, wir brauchen das nicht mehr, wir haben es ja geschafft. Ja, toll, das hat mich aber jetzt im Auge. Echt? Nein. Pack mal das Messer weg. Ich hab gesagt, ich pack das Messer weg. So. Ich warte auf Sie hier. Ja, ich muss erstmal von dem Schwein, ehe das an sich an mir vergeht. Ich glaube, da hat er gar keinen Bock drauf, glaube ich. Das haben die anderen vier auch gemacht. Warum sollte das einen Unterschied machen? Meinen Sie, es ist ein besonderes Schwein? Vielleicht sind Sie ein besonderes Schwein. Wollen Sie wieder lustig sein? Ich bin lustig! Nee. So, hier sind ganz viele Rehe, die lasse ich mal in Ruhe. Warum eigentlich? Ja, einfach so, weil ich die in Ruhe lasse. Ja, hier sind wirklich ganz viele Rehe. Ich möchte einfach nur die Quispel erledigen, sonst nix. So, der Typ steht hier, ich warte auf dich. Ja, ich komme zu. Leute, ihr bleibt dabei. Das
machen wir noch zu Ende. Du musst ja dann mit dem reden. Ich mach egal, schon mal, wie lange es dauert. Ich mach meine Markierung weg. Wenn mich hier 50.000 Schweine anfallen und vergehen. Das hört sich sehr, sehr komisch an, wenn sie sagen, die Schweine vergehen sich an mir. Also das ist, hört sich sehr, sehr... Ja, wie wollen sie das denn sagen, wenn die vier Schweine auf sie zugestürmt kommen? Ja, aber das hört sich grundlegend komisch an. Ja, was wollen sie dazu sagen? Wollen sie sagen... Die verfolgen, die töten mich einfach, die Schweine. Sagen sie einfach so. Die töten mich, aber das wollen die ja vielleicht gar nicht. Oh nein! Ich glaube, ich muss mal eben was kochen. Sendung verschieben sich um eine kleine... Moment, ich brauche ein paar Steine. Gerade runter. Ich brauche ein paar Steine. Aua. Ich muss Fleisch kochen. Ich brauche ein paar Steine. Segier. So, ich bin in Segier. Ja. Oh. Aber ich brauche ein paar... Hast du noch Steine? Kann sein, möglich. Weil ich muss Fleisch braten. Ja, ich auch. Dann komm mal hierher. Ich will das aber verkaufen. Warte mal. Nein, komm doch erst... Doch, ich brauche Geld für die... Also... Wir können das gebratene Fleisch verkaufen. Ja, und ich möchte überhaupt was verkaufen. Wo sind die denn alle hier? Hier ist ja gar keiner. Sind die alle raus? Ja, die geflohen hier von Seegier. Hallo. Vor allem von Seegier. Ich will was verkaufen. Hallo. Bleib doch mal stehen. Oh. Warte mal. Ich habe Fleisch. Pass auf. Frisches Fleisch. Das würde ich dir verkaufen. Das machen wir einfach mal, ne? So. Dann haben wir schon mal... Oh ja, jetzt habe ich Geld. Und die hat nämlich... Leute, die hat nämlich... Eis. Nee, Eis will ich aber nicht. Oh, ich habe eine Wasserflasche, Hoxen. Wir brauchen einen Eimer. Getränke. Haben sie einen Eimer? Wird im Getränkelager gelagert. Glaub, Tee habe ich auch. Ich glaube, Eimer wäre... Einmal wäre besser. Echt? Leute, ich brauche... Keine kahle Basse? Ich brauche Steine, ey. Verdammte Scheiße. So. So, gucken wir mal. Wo der Hoxen ist? Ja, da, wo der Ausrufungszeichen ist. Warte mal, hier ist eine... Wo das gelbe Ausrufungszeichen ist, da ist der Herr Hoxen. Und der Herr Hoxen braucht Steine. Ja, dann nimm doch welche. Hier sind keine. Weit und breit nicht. Aber wenn du welche findest, solltest du welche mitnehmen. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Hätte man vielleicht mal ein bisschen früher sagen können. Aber hier liegen Pilze. Das bringt mir nichts, weil ich das Fleisch braten muss. Ach so. Kannst aber auch verkaufen, falls du kein Geld hast. So. Hallo. Hast du Steine? Warte, ich guck nach. Nein, ja, doch, habe ich 19 Stück. Ja, komm, dann gib mir mal, wir müssen Dings machen. Ich muss ihm das Fleisch braten, bevor wir mit dem Quatschen eben. Leute, ihr bleibt dabei, da wird halt ein bisschen länger, ne? Da sind sie. So, warte. Ich brauche 4 Stück. So, ich mach mal eben schnell. Ja. Ich muss mit dem quatschen, mit gebratenen? Ich muss das Fleisch braten, was ich dabei habe. Versteh das doch. Das hat doch nichts damit zu tun, ob ich mit dem gebratenen Fleisch... Ich muss das nur fertig machen, sonst geht's kaputt. So. Verstehst du das nicht? Hast du noch einen Stein für mich? Nein, jetzt nicht mehr. Hier sind nämlich keine Steine. Ich mach jetzt 21 Mal Fleisch fertig. Weil ich muss unbedingt was essen. Ob du was essen musst, weiß ich nicht. Ja, dann kann ich dir doch abgeben. Das stimmt. Sind echt keine Steine, ne? Und das hier am Wasser, ne, Freunde? Guckt euch das mal an. Überhaupt keine Steine. Und gleich kommt wieder so ein Schweinchen und dann knockt die Wok. Was? Es sind nur Pilze, ich fasse es nicht. Jede Menge Pilze. So, ich kann schon mal was essen, dann bin ich wieder fit. Wenn Sie Fleisch brauchen, sagen Sie mir Bescheid. Dann gebe ich Ihnen was ab.
Wenn sie ein paar Eier brauchen, sagen sie mir Bescheid. Ja, ich hab zwei. Zwei. So viele Eier. Ach so, ich hab mal. Nee, I. Nein, das meine ich doch gar nicht. Wieso sagt so. Die denn I? So, sollen wir mit dem quatschen? Sie müssen mit dem reden. Los. Okay. Ich will zuhören. Bei der Unterhaltung? Jawohl, will ich. Einladung mache ich. Guten Tag. Ich habe ein paar Wildschweine getötet. Guten Tag. Ich habe ein paar Wildschweine getötet. Einfacher als gedacht, was? So viel Gerede macht hungrig. Ja, das stimmt. Also, meine Großmutter, die konnte Fleisch würzen wie keine andere. Dieser Geschmack. Ich verrate dir etwas dazu. Das scheint nicht so schwierig zu sein. Nana, wage es bloß nicht, dich mit ihr zu vergleichen. Sieh nur, was du angestellt hast. Jetzt bin ich noch hungriger. Ich würde dir gerne etwas von dem Fleisch des Wildschweins anbieten, das ich erlegt habe. Na, das ist doch was. Leute, kommt her. Der Neuankömmling weiß, wie man Respekt zeigt. Seht euch das alle an. Seht euch das an, alle. Und lernt von ihm. Ich zeige jetzt auf niemand mit dem Finger. Nun, wo war ich? Ah ja, vielen Dank. Du bist ein anständiger Mensch. Ich werde dein Essen nicht nehmen. Stattdessen gebe ich dir etwas von meinem. Und etwas Sake, um es runterzuspülen. Kanapai! Auf eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen unseren Dörfern. Genau das. Jetzt, da wir Freunde sind, kümmern wir uns um den geschäftlichen Teil. Stellen wir diese Zusammenarbeit auf die Probe, ja? Wie? Es gibt einen Mann, dem ich glaube, er glaubte, mein Leben anvertrauen zu können. Aber dieser verdammte Schlange hat unser Geheimnisse an den Nachbarclan verkauft. Ich habe Mittler mit ihm, aber ein Verräter muss seine gerechte Strafe bekommen. Bring ihn zu mir. Ich lasse ihn quieken. Frag mich, wo er wohl eins der Wildschweine klingen wird. Wie eins der Wildschweine klingen wird. Wo finde ich ihn? Als letztes wurde er auf dem Weg in Richtung Enjiro Mura gesehen. Dem Lager der Gesetzlosen. Nicht die klügste Wahl, aber er kann nicht weit sein. Wahrscheinlich versteckt er sich in den Hügeln. Ja, Leute. Und wie das hier weitergeht und ob wir den finden, den entflohenen Spion. Und ob wir ihn quieken lassen. Und die Frage ist, ob er sich dann anhört wie ein Wildschwein. Das sehen wir in der nächsten Folge. Also macht's gut. Genau, schaltet wieder ein. Und wenn nicht, dann nicht. Wenn es euch trotzdem gefällt, dann gibt dem Herrn Daum einen Hoxton und der Daumenlady einen Rock. Fertig. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.